Hallo liebe Pokémon-Freunde, ich heiße euch wieder mal herzlichst willkommen zu meinem 5. Wi-Fi-Video. Ich habe heute ehrlich gesagt nicht viel zu erzählen, außer dass ich mich riesig über eure Unterstützung freue. Und dann fangen wir direkt auch mal mit der Team-Preview an. Auf meiner Seite sehen wir einen Panzer-Aeron mit den Überresten, einen Austaus mit dem Fokusgurt, einen Capoeira mit dem Leben-Orb, einen Kangama mit dem Kangamanit, einen Uhafnir mit dem Walschal und einen Voltenso mit dem Luftballon. Auf der Seite des Gegners sehen wir einen Zwirklop, einen Boltula, einen Hundemon, einen Trikefalo, einen Lanturn und ebenfalls einen Panzer-Aeron. Und dann geht's auch direkt mit dem Battle los. Der Kampf hat mir auf jeden Fall gut gefallen, ich habe es ja auch im davorigen Video schon angesprochen. Und ich bin jederzeit bereit für ein Rematch, also keine Frage. Der Gegner fängt jetzt hier mit Panzer-Aeron an, genauso wie ich, was ziemlich offensichtlich war, weil Panzer-Aeron benutzt man meistens als ersten Lead generell halt, was um Tarnsteine rauszulegen. Oder Stachler. Ich fange an mit den Tarnsteinen, er fängt mit den Stachlern an. Das ist halt so sehr viel spannend, also nichts Spannendes, was jetzt hier passiert. Ich setze auch die Stachler ein, er setzt ebenfalls die Stachler ein, wie es halt am Anfang meistens so ist. Ich setze wieder Stachler ein, habe jetzt Tarnsteine draußen plus dreifach Stachler. Habe jetzt alles draußen, er haut jetzt auch seine dritte Ladung Stachler raus. Und mein Gegner denkt jetzt, okay, ich kann jetzt Panzer-Aeron zurückrufen, was ich natürlich predicted habe. Und er wechselt in seinen Trikefalo. Und was Schaden durch die Tarnsteine bekommt. Und ich setze direkt Wirbelwind rein und haut Trikefalo wieder raus. Ich habe jetzt Glück, dass Trikefalo gegen Voltula gewechselt wird, weil Voltula bekommt nämlich doppelten Schaden durch die Tarnsteine, dann bekommt es halt noch Schaden durch die Stachler und es kriegt direkt knapp die Hälfte, also knapp vor der Hälfte. Und weil ich jetzt keine Lust auf eine Elektroattacke von Voltula habe, wechsle ich jetzt hier auch auf meinen Voltenso. Aber ich weiß nicht, ob der Gegner es predicted hat oder ob er von vornherein einfach Klebenetz einsetzen wollte. Wie gesagt, haut er halt das Klebenetz raus, was halt jetzt in dem Kampf nicht so von Vorteil für mich ist. Er haut jetzt sein Lanturn raus, weil er predicted hat, dass ich für... Also ich denke mal, dass er es predicted hat, weil normalerweise spielt man halt Voltenso mit einer Feuerattacke, wie Hitzekoller oder Flammenwurf. Und ich gehe halt für einen Flammenwurf, was ihm keinen großen Schaden macht, aber ich kriege halt zum Glück die Verbrennung, was mir in dem Kampf auf jeden Fall schon mal viel nützt. Er heilt sich mit Überresten hoch, bekommt Schaden durch die Verbrennung. Ich hole jetzt meinen Voltenso raus, weil ich habe wirklich nichts, was ich mit Voltenso gegen Lanturn machen könnte. Und wechsle auf meinen Kangama. Kangama bekommt direkt guten Schaden durch die Stachler, bekommt Schaden durch Klebenetz und er geht für Siedewasser. Und er kriegt direkt mal einen Crit raus. Mein Kangama ist schon so gut wie tot. Und das war jetzt, also was jetzt kommt, fand ich, war wirklich, es war zwar schon vorhersehbar, aber es war gut gespielt von ihm. Und zwar wechselt er auf seinen Zwirklop. Und ja, es war halt eventuell schon ziemlich vorhersehbar, dass ich halt jetzt für den Mogelhieb gehe, weil man spielt halt Kangama generell so. Aber ich hätte es auch predikten können. Ich hätte zum Beispiel, mein Kangama hat, wenn es nicht in der Mega-Entwicklung ist, die Fähigkeit Drauflust. Drauflust? Ja, ich glaube schon. Und dann kann ich nämlich auch Geist-Pokémon mit einer normalen Attacke treffen, aber wie gesagt, das war kein schlauer Zug von mir. Und ich wechsle jetzt auf meinen Uhafnir, weil ich nicht will, dass mein Kangama verbrannt wird, aber generell durch die Tarnsteine oder die Stachler bekommt Kangama, nur durch die Stachler, Tarnsteine hat er nicht draußen. Wie gesagt, er bekommt Kangama guten Schaden. Ich wechsle auf Uhafnir, wie gesagt, und gehe für einen Draco-Meteor. Und ja, ihr habt ja Zwirklop schon in den vorigen Videos gesehen und mittlerweile müsstet ihr wahrscheinlich wissen, dass Zwirklop eine Menge aushält. Er geht für Light Tailor, weil er halt gewusst hat, dass ich für eine Attacke gehe. Und mein Uhafnir bringt mir jetzt halt nicht mehr viel, weil ich bin halt im Barschall gefangen und Draco Meteor macht jetzt halt noch weniger Schaden. Deswegen wechsle ich auf meinen Voltenso. Und er geht für Nachtnebel, weil er halt einfach Damage raushauen wollte gegen mein Uhafnir. Und jetzt kommt der Donner von mir und ich habe einfach richtig Luck gehabt, dass jetzt hier der Volltreffer kommt, was extrem guten Schaden für Zwirklop macht. Er verbrennt mich, bringt ihm jetzt auch nicht mehr viel. Und was ich jetzt vom Gegner nicht verstanden habe, ist,
dass er sein Zwerglob ausgewechselt hat, weil er hat kein Pokémon mit Turbodreher, hat keine Auflockern. Das heißt, wenn er Zwerglob wieder reinholt, das ist sowieso tot. Er holt jetzt sein Lantern rein, bekommt Schaden durch die Stachler, Schaden durch die Tarnsteine und Voltenso ist einfach ein schnelles Pokémon, kann Lantern auf jeden Fall locker outspeeden. Ich habe auf ein bisschen Glück einfach gehofft, dass ich halt den Crit bekomme, aber ja, es hat auch so gereicht und er stirbt halt durch die Verbrennung und ja, damit hätten wir auch seinen Lantern ausgeschaltet. Sein nächstes Pokémon ist Drekefalo und ich habe mir gedacht, okay, Voltenso hat zwei Pokémon rausgehauen, hat jetzt auf jeden Fall gute Arbeit erledigt und kann jetzt mittlerweile auch sterben, weil Voltenso hat mir sowieso nicht mehr viel gebracht und ich denke mal, dass er sein Drekefalo mit dem Barschall spielt. Er hat jetzt wahrscheinlich gehofft, dass er mein Urhafni outspielen kann. Aber ich spiele Urhafni auch mit Walschal und ich konnte halt schneller als er sein und konnte ihn mit einem Drakometeor besiegen. Meine Spezialangriff sind, wie das halt bei Drakometeor so ist, bekommen wieder Schaden durch die Verbrennung. Und er wechselt jetzt hier in seinen Panzereron. Und ich wäre halt für Flammenwurf gegangen, aber bin halt im Walschal gefangen wegen Drakometeor. Deswegen wechsle ich jetzt aus auf mein Kangama, weil Kangama ist jetzt sozusagen mein Schutzschild, weil Kangama bringt mir jetzt in dem Kampf nicht mehr viel. Ich bekomme Schaden durch die Stachler, bin im Klebenetz gefangen und er geht halt für den Sturzflug, was halt mein Kangama locker killt, was halt nur 13 KP. Und wie gesagt, das war halt nur so eine Art Schutzschild, damit ich einen sicheren Switch auf meinen Urhafni habe, um dann Flammenwurf einzusetzen. Er hält sich wieder mit Überresten hoch. Und wie gesagt, ich setze halt meinen Urhafni ein, um halt Flammenwurf rauszuhauen. Er wechselt aber seinen Panzeron aus in seinen Hundemon, weil er es wahrscheinlich predicted hat. Und ja, Hundemon hat halt die Fähigkeit Feuerfänger. Er bekommt halt Schaden durch Tarnsteine und Stachler. Und ja, jetzt werden seine Feuerattacken verstärkt. Und dadurch, dass ich halt in Flammenwurf gefangen bin, muss ich jetzt halt Urhafni auswechseln. Und zwar wechsle ich in meinen Panzeron, weil Panzeron bringt mir in dem Kampf auch nichts mehr. Weil ich spiele es halt mit Tarnsteine, Stachler, Wirbelwind und Ruheort. Und deswegen, ich habe halt die Tarnsteine draußen, ich habe Stachler draußen. Ich hätte ihn halt noch eventuell durch einen sicheren Switch mit Panzeron ein bisschen mit Wirbelwind hin und her schleudern können, hätte mir aber auch nicht mehr sehr viel gebracht. Deswegen lasse ich jetzt hier auch Panzeron wieder sterben, weil ich halt einfach einen sicheren Switch brauchte. Und wie gesagt, Panzeron hat mir halt eh nicht mehr viel gebracht. Und ich wechsle jetzt auf meinen Capoeira. Und ich spiele meinen Capoeira halt mit Technika, Lebenorb, Mogelhieb, Tempohieb, Patronenhieb und Turbodreher. Das heißt, ich versuche jetzt einfach ihn mit meinen Prio-Attacken rauszuhauen. Wollte anfangen mit dem Mogelhieb, aber er hat leider sein Panzeron noch. In dem Moment habe ich es total vergessen. Und ja, der Mogelhieb zieht null. Weil er sich jetzt gleich sowieso mit den Überresten wieder ein wenig hochheilen wird. Und deswegen entscheide ich mich jetzt auch, mein Capoeira rauszuholen. Mein Capoeira hätte mir nicht viel gebracht, weil der Tempohieb hätte vielleicht noch ein bisschen Schaden gemacht, aber ja. Ich wechsle jetzt auf mein Ostos, bekomme wieder Schaden durch Stachler. Und bin halt im Klebenetz gefangen. Er geht mit seinem Panzeron für Toxin. Und ich bin halt vergiftet. Aber Austausch, ja, es bringt halt nur was bei Austausch, wenn es verbrannt ist. Die Vergiftung nützt nicht wirklich viel. Vergiftung nützt halt eigentlich immer was, aber für Austausch halt nicht so. Und ich bekomme halt Schaden durch Gift. Er setzt Sturzflug ein und ja, Austausch hat halt eine extrem gute Verteidigung. Also sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen, vor allem ich habe noch nicht mal irgendwas an EVs, halt DV schon, aber halt an EVs, null auf Austausch investiert, halt nur auf Initiative und Angriff, damit ich halt mit dem Hausbruch richtig guten Schaden raushauen kann und halt auch den einen oder anderen halt outspeeden kann. Wie gesagt, ich habe jetzt hier Hausbruch eingesetzt, um mich halt hochzuboosten und halt schneller als er zu sein, bekomme wieder Schaden durch Gift und ich setze jetzt Eisperr ein. Und ihr kennt vielleicht die Fähigkeit von Austausch, und zwar Wertelink, dass halt jede Attacke 5-mal trifft. Und ich hoffe einfach jetzt so sehr auf den Crit. Und ich bekomme ihn auch, weil
Er überlebt zwar, aber er hat halt keine andere Attacke außer Sturzflug. Und ja, durch Sturzflug bekommt man halt Recall Damage. Er kann zwar meinen Austausch besiegen, aber ich habe halt jetzt das Pokémon rausgehauen, was mir am meisten Probleme jetzt noch mit meinem restlichen Team was halt mein restliches Team gehabt hätte, außer halt noch Urhaft hier mit Flammenwurf. Aber da hätte er auch auf sein Hundemon auswechseln können. Er haut jetzt sein Voltula raus, was wieder guten Schaden durch Tarnsteine bekommt, halt Viertel, also nicht Viertel an Leben, dann halt noch Schaden durch die Stachler. Und ich bekomme halt auch Schaden durch die Stachler, bin im Klebenetz gefangen, was halt bei meinem Capoeira nicht viel nützt, weil ich ja sowieso drei Prio-Attacken habe. Und ich hätte eigentlich auch mit einem Kampf irgendwann den Turbo-Dreher einsetzen können, um endlich die Stachler und Klebenetz rauszuhauen. Aber irgendwie habe ich das nicht richtig realisiert. Und er holt jetzt seinen Hundemon raus, was guten Schaden durch Tarnsteine bekommt, was guten Schaden durch Stachler bekommt. Und ich kann ihn mit Tempo hier besiegen. Jo, jetzt hat er nur noch ein Pokémon. Und da kommen wir wieder auf die Anspielung von eben zurück. Und zwar ist sein letztes Pokémon halt sein Zwirklot. Und wie gesagt, sein Zwirklop war so gut wie tot, deswegen habe ich halt auch nicht verstanden, warum er es ausgewechselt hat. Und damit konnte ich auch sein letztes Pokémon besiegen. Der Kampf hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Wie gesagt, ich bin jederzeit bereit für ein Rematch. Und ich habe halt wie gesagt nicht viel zu erzählen heute. Ich freue mich einfach nur über eure Unterstützung und freue mich auf die Ereignisse in der zukünftigen Zeit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.